Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World 2 Rhein-Ruhr-Osten. Sind wir heute unterwegs mit der G6. Da wurde nämlich ein bisschen was gepatcht und unsere G6 Szenarien funktionieren wieder. Und dann wollen wir heute mal mit der winterlichen Rettung fortfahren. Die wollte ich eigentlich schon damals machen, als der G6 frisch rausgekommen ist, aber das Szenario funktionierte nicht und deswegen habe ich das ganze DLC irgendwie so ein bisschen beiseite gepackt. Aber heute wollen wir uns dann mit der G6 beschäftigen. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorgespielt, um zu testen, ob es wirklich funktioniert, aber es funktioniert alles wunderbar. Ein Güterzug ist in der Nähe von Schwelm liegen geblieben. Sie müssen diesen Zug nach Wuppertal-Steinbeck ziehen. Bereiten Sie die beiden G6-Lokomotiven für die Mehrfachtraktion vor. Das kriege ich wohl hin. Und zwar ist das hier der Master. Das ist die führende Lokomotive. Das heißt, die Lokomotive ist die, die alle anderen Lokomotiven führt. Also unsere Steuerlokomotive. Und das hier wird unsere geführte Lokomotive. Geführt heißt, sie wird von einer anderen Lokomotive geführt. In diesem Fall von der führenden Lokomotive. Das ist die vorne. So, wieder ein bisschen Allgemeinwissen hier verbreitet. So, um die Zugspitze und Zugschluss müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das macht die G6 automatisch. Seht ihr hier auch zwei rote vorne noch nichts, weil wir dort noch nichts aktiviert haben. Jetzt haben wir vorne aber zwei weiße. Da sind sie. Und dann geht das los hier. Also, wir werden jetzt theoretisch bis zum Ausfahrsignal noch eine Rangierfahrt. Aber ich sage jetzt einfach mal oder behaupte einfach mal, wir haben eine Ansage freien Fahrweg bekommen. Das heißt, wir dürfen mit 40 jetzt hier rausrangieren. Und das machen wir jetzt auch. So, bei der G6 ähnlich zu steuern wie die V40 sag ich schon. Das heißt, ihr wählt eure Zugkraft vor, ihr wählt die Bremskraft vor und müsst dann mit der so ein bisschen hin und her pendeln. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann geht das, dann ist das relativ easy. Bis man das sich dran gewöhnt hat, das ist natürlich ja eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Weil ich halt einfach auch aus meinem Beruf anderes gewöhnt bin. Weil ich fahre ja eigentlich nur Lokomotiven, die ich stufenlos steuern kann. Da war das mit der V60 und der G6 am Anfang für mich, also G6 eigentlich weniger, aber die V60, das war ja die erste Lokomotive, die so eine Steuerung hatte und das war für mich am Anfang ein bisschen ungewohnt. Aber inzwischen habe ich es ganz gut raus. So, der Tempomat, der geht jetzt übrigens inzwischen. Also der geht nicht mehr aus, wenn ihr die SIFA betätigt. Wenn ihr den Tempomat auf über 11 km/h stellen wollt, dann müsst ihr hier größer als 11 einstellen. Und dann werde ich jetzt mal das Ding auf 40 einstellen. Das heißt, ihr geht auf 40, legt ein bisschen Zugkraft auf und dann einfach einmal aktivieren das Ding. Und dann habt ihr den Tempomaten an. Und jetzt sollte bei der SIFA eigentlich nichts mehr passieren. Ich mache die PZB und die LZB natürlich noch an, weil wir fahren jetzt auf die freie Strecke. Die LZB, PZB und die SIFA, genau so rum war es. Dann mache ich hier nochmal ein bisschen heller. Damit man ein bisschen mehr sieht. So, jetzt können wir mehr Gas geben. Jetzt ist erstmal 60 erlaubt. Sofern man sich aus dem Wechselblinken befreit, dann darf man natürlich auch 60 fahren. Klasse. Habe ich jetzt nicht im Hinterkopf gehabt. Hätte ich mich vorher befreien müssen. Oh, ist das schön. Ist das ein schönes Geräusch. Schön flachstellen. So muss das. Aber befreien wir uns. Fahrhebel auf 0. Und dann probieren wir es nochmal. So, jetzt sind wir hundertprozentig befreit. Jetzt dürfen wir sogar kurz 80 fahren.
Sondern haben wir heute mal eine Besonderheit, was wir noch gar nicht in Trains in World hatten bis jetzt. Zumindest nicht auf einer deutschen Strecke. Wir werden nämlich jetzt gleich eine Sperrfahrt machen. Das heißt, wir werden vom Fahrdienst leider in ein besetztes Gleis eingelassen. Mit einem Befehl. In der Theorie mit einem Befehl. Wir haben wir hier natürlich jetzt nicht, aber ich werde es gleich nochmal versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären, weil Sperrfahrten ist etwas, was relativ selten vorkommt, zumindest mal für einen normalen Lokführer. Für Lokführer, die natürlich Bauzüge fahren, da ist das Alltag. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Ich fahre nämlich keine Bauzüge. Ich fahre ja nur normale Güterzüge, deswegen Sperrfahrt ganz selten. Ich hätte vor etwas über anderthalb Jahren fast mal eine Sperrfahrt gehabt. Die wurde dann aber wieder abgesagt, weil dem Lokführer, den ich abschleppen sollte, ist auf einmal eingefallen, dass er die Oberleitung abgerissen hat. Warum auch immer dem das so spät eingefallen ist, das weiß keiner so genau. Auf jeden Fall hat sich damit dann das Thema Sperrfahrt erledigt. Das wäre gewesen von Fulda in Richtung Würzburg auf der Schnellfahrstrecke. Da, weil ich war LZ von Mannheim nach Fulda unterwegs. Und kurz vor Fulda bekam ich dann den Anruf, ob ich noch Zeit hätte, einen Zug von der Strecke zu ziehen, da irgendwas mit dem Stromabnehmer war. Da hat sich dann am Ende rausgestellt, dass die Oberleitung bei dem auf dem Dach lag. Warum das auch immer so lange gedauert hat, bis der Lokführer gemerkt hat, dass die Oberleitung runtergekommen ist, aber das ist eine andere Geschichte. So, also wir halten jetzt hier vorne gleich erstmal an vom Hauptsignal und werden dann per Befehl auf die Strecke gelassen. Aber 2 Bar, das sollte gut und gerne ausreichen, zum Halten zu kommen. So, also wir erhalten jetzt, gleich im Spiel werden wir als Rangierfahrt hier rausgelassen. Also da werden gleich 2 weiße Lampen angehen. Wir würden jetzt als Befehl bekommen, einen Befehl 2, Sie dürfen vorbeifahren am Signal. Da gucken wir gleich nochmal, wie das Signal hier heißt. So, in diesem Fall wäre das Signal Nordpol. Halt doch an, du Ochs. Okay, wir können hier nicht zoomen. Wenden Sie sich an den Fahrdienstleiter, um eine Einfahrgenehmigung für das besetzte Gleis zu erhalten. Sobald Sie diese erhalten haben, nähern Sie sich dem Zug mit reduzierter Geschwindigkeit. Also, Nordpol 405 wäre jetzt. Sie dürfen vorbeifahren am ASIG Nordpol 405 im Bahnhof. Wo sind wir hier überhaupt? Wie heißt der Puff? Das wäre jetzt der Bahnhof. Wo steht's denn? Wer hat keinen Namen, der Bahnhof? Okay, Bahnhof Adorf, sagt man immer so schön in den Prüfungen und so. Und dann würden wir bekommen einen Befehl 5. Sie fahren von Adorf nach Bedorf in Richtung bis Kilometer. Und das ist eine ganz wichtige Information, die wir jetzt brauchen. Dass uns mitgeteilt wird, bis wohin wir unsere Sperrfahrt überhaupt fahren dürfen. Weil in Sperrfahrten gibt es besondere Geschwindigkeiten, die eingehalten werden müssen. Dazu komme ich jetzt aber gleich. Jetzt wollen wir erstmal das Stellwerk kontaktieren. Stellwerk weiß Bescheid. Sie dürfen weiterfahren. Mit reduzierter Geschwindigkeit. Also Sperrfahrten haben Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also wir haben jetzt noch einen Befehl 12 bekommen. Da Befehlstaste nicht vergessen. Und wieder eine Zwangsbremse bekommen. Die hatte ich vorhin schon mal. Obwohl ich mich an die Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten habe und die Befehlstaste gedrückt habe. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber egal. Also wir bekommen noch einen Befehl 5.2. Hinfahrt auf dem Gegengleis, Rückfahrt auf dem Regelgleis. Wäre das in diesem Fall. Es gibt auch noch Befehl 5.1. Das wäre Hinfahrt auf dem Regelgleis, Rückfahrt auf dem Gegengleis. Ist natürlich klar, wenn wir ein gesperrtes Gleis einfahren und einen Zug rausschleppen, dann können wir natürlich nicht im Gegengleis wieder zurückfahren, sondern das ist dann in diesem Moment wechselt es ja zum Regelgleis. Dann gibt es noch einen Befehl 12. Sie müssen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten. Dann kriegen wir halt die Sperrfahrt mitgeteilt. Die haben wir durch einen Fahrplan bekommen. Der Fahrplan, der wird mit Befehl 14 herausgegeben. Dort steht dann Hinfahrt, Mindestbremsprozente 60 zum Beispiel und die Höchstgeschwindigkeit wäre 50. Und da ist jetzt nämlich die Besonderheit bei einer Sperrfahrt. Wir haben Geschwindigkeitsbeschränkungen bei einer Sperrfahrt und diese sind relativ easy. Bei einer gezogenen Sperrfahrt, was wir jetzt ja quasi sind, also die Zugspitze ist besetzt, beziehungsweise die Lokomotive läuft vorne. Hallo, warum du nichts gern? Haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h bis zu dem Standpunkt, an dem
der Fahrdienst leider gesagt hat, wo wir mit der Sperrfahrt erstmal zu beenden haben. Dann haben wir bei geschobenen Sperrfahrten, das heißt, wenn wir von hinten drücken, haben wir 30 km/h einzuhalten und bei Bahnübergängen ohne technische Sicherung haben wir 20 km/h einzuhalten und Kleinwagenfahrten wären mit 25 km/h zu fahren. Also heute mal wieder ganz viel Fachwissen und Eisenbahnwissen. Ich musste mir das tatsächlich vorher nochmal wieder alles anlesen hier, weil Sperrfahrten ist wirklich etwas, was relativ selten vorkommt. Das ist kein, also das ist wirklich ernst gemeint gewesen von mir. Ich persönlich habe jetzt in 7 Jahren oder 8 Jahren, in denen ich mit der Eisenbahn zu tun habe, noch keine Sperrfahrt miterleben dürfen. Kollege, den ich kenne, der eine Sperrfahrt machen musste, der hat auch 11 Jahre warten müssen, bis es endlich soweit war, bis er seine erste Sperrfahrt gemacht hat. Also das ist wirklich etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. So, wenn ich die Sperrfahrt beendet habe, muss ich dem Lok, dem Fahrdienstleiter melden, dass das Gleis frei ist, also dass kein Wagen zurückgeblieben ist. Aber das ist schon ein bisschen höheres Wissen. Erstmal ging es ja nur darum, jetzt mal euch mal zu erklären, was eine Sperrfahrt überhaupt ist und wofür die gut sind. Also Sperrfahrten sind für Bauzüge zum Beispiel, weil wenn ja auf der freien Strecke gebaut wird, dann ist das Gleis in der Regel auch gesperrt. Ganz wichtiger Satz übrigens bei der Eisenbahn, in der Regel, ne? Weil Abweichen von der Regel gibt es immer. Wir können ja nicht einfach in ein besetztes Gleis einfahren, beziehungsweise in einen Streckenblock, in dem ein anderer Zug bereits steht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass der Fahrdienstleiter uns theoretisch die Signale, also wenn wir jetzt irgendwo Hauptsignale oder so hätten, auf dem Weg zu unserem Zug, den wir jetzt abschleppen sollen, dann müsste der Fahrdienstleiter uns diese auch stellen. Da kommt er nicht drum rum. Jetzt wollen wir uns erstmal hier langsam annähern. Ich mache das jetzt hier alles natürlich nicht regelkonform. Ich mache das so, wie es für Trains in World am besten passt. Und Trains in World hat ja den praktischen Vorteil, dass er uns oben anzeigt, wann der liegen gebliebene Zug dann in Sichtweite ist. Wir haben noch 370 Meter. Das heißt, er müsste jetzt gleich mal um die Kurve müsste auftauchen. So, da ist er. Mit einer schwarzen 185. Dann werden wir uns jetzt mal langsam annähern. Schön vorsichtig das Ganze. Immer schön dran denken, dass ihr nicht zu doll auffahrt, ne? Nicht, dass da eine Entgleisung droht. So, ich würde sagen, das passt. So, neben uns das Streckengleis ist nicht gesperrt. Das heißt, wir gehen auf diese Seite zum Kuppeln. Wenn wir auf der anderen Seite ins Gleis oder zwischen die Gleise treten würden, dann müssten wir theoretisch gesehen auch das Gleis nebendran aus Unfallverhütung sperren lassen. So, angekuppelt haben wir. Jetzt hat er es auch erkannt. Stellen Sie die Zugbremse auf Anlegen. Jawohl. Also einmal anlegen. Drücken Sie den Vorwärtsknopf auf Pult 1, den hier machen wir voll lösen. So, dann ist das hier jetzt gleich unser Slave. Das stellen wir natürlich auch ein. Ne. So. Boah, ist das eine Lautstärke hier. So, und jetzt ist das hier gleich unsere führende Lokomotive. Das heißt, die müssen wir auch erstmal auf Master umstellen. Ups, da. Zack, bumm. So, stellen Sie den Richtungswender auf neutral.
Nochmal rüber auf die andere Lok oder was? Tatsächlich. Ja, das hättest du ja vorher sagen können. Oh, Richtungswende, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Achso, wir sollen auf die 185 sollen wir gehen. Hey, hey. Interessant. Da muss man dann doch nochmal die Marke anmachen. Warum hat denn der Lokführer das Ding noch nicht vorbereitet? Frechheit. So, einmal auf neutral. Drumherum immer auf senken. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Zack, bumm. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Den machen wir auch nochmal aus und den machen wir aus. So. Ganz wichtig, was ich noch vergessen habe, ist, dass wir auf der Lokomotive hier nochmal uns schnell hinsetzen und die PZB und die SIFA deaktivieren, weil es könnte sein, dass uns die sonst gleich in die Quere kommt. Deswegen einfach einmal beides deaktivieren. Und dann gehen wir auf die zweite Lokomotive und versuchen dort nochmal und aktivieren dort dann natürlich entsprechend die PZB und die LZB. So. Wir haben ja immer noch den Befehl für die Sperrfahrt, dass wir auf dem Regelgleis jetzt zurückkommen dürfen, bis in den Bahnhof. So ein Signal haben wir jetzt natürlich nicht. Richtungswender vorwärts. So, und dann kann unsere Zugfahrt losgehen, sobald ich die PZB und die SIFA aktiviert habe. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück und ziehen das Ding hier mal weg. So, er kommt. Und jetzt, das mag er natürlich gar nicht. Müssen wir kurz hier anlegen. Ja, halt doch auch an. So. Gehen wir ihn lösen. So. Bisschen anlegen, die direkte Bremse. Dann schalten wir mal auf, gehen wir mal auf Fahrstufe 6. Erstmal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Erstmal noch nicht viel. Ein bisschen höher. Jetzt kommt er langsam. Gehen wir noch ein bisschen höher. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Schleudern kommen. Ah, jetzt bewegt er sich doch. Was haben wir denn da überhaupt dran? 800 Tonnen. Ja, bei 16 Promille anfahren ist nicht so einfach, gerade mit so kleinen Diesellokomotiven. Aber wir haben ja zwei Stück davon. Mein Kaffee schmeckt, als wäre da Milch drin, voll eklig. Ah, den machen wir mal wieder aus erstmal. So, Wechselblinken befreie ich mich direkt mal. So, Streckengeschwindigkeit dürfen wir natürlich jetzt nicht fahren, bis wir am Bahnhof sind, sondern maximal 50 km/h. Das war ja durch die Sperrfahrt immer noch im Befehl 14 verankert. Da haben wir unseren Fahrplan bekommen und da hieß es eindeutig Höchstgeschwindigkeit 50 km/h bei gezogenen Sperrfahrten und wir sind immer noch eine gezogene Sperrfahrt. Bis wir im Bahnhof wieder sind, in dem unsere Sperrfahrt enden soll. Und wenn wir in dem Bahnhof angekommen sind, müssten wir dem Fahrdienstleiter theoretisch in der Realität melden, dass alle Fahrzeuge die Strecke verlassen haben. So, bestes Wetter hier heute. 15 Grad und Regen setzt ein, steht hier auf dem Rechner. Und ich bin ja jetzt hier um heute Morgen, also ist jetzt tatsächlich, dieses Video, das bekommt ihr heute Abend schon zu sehen. Also es ist jetzt gerade 8:30, ich zeichne gerade auf, ich gehe um 10 fahre ich mal so gemütlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Lade das hier hoch. Und ihr habt ja im Voraus schon Baldur Simulator von mir gekriegt, heute. Also nochmal wieder ein neues Spiel. Ich hoffe, dass ihr da Spaß dran gehabt habt, wenn ihr es euch angeguckt habt natürlich. Es kann ja sein, dass bei der Simulator ist jetzt ja ganz weg von der Eisenbahn. Da ist ja Train Life doch eher etwas, was so ein bisschen mehr in eure Richtung geht. Und ich bin erstaunt, Leute, großartig, wie viele Leute von euch sich für Train Life interessieren. Und was für, ich finde das positive Feedback von euch für das Spiel auch wunderbar. Es ist natürlich eine relativ kausale Eisenbahnsimulation.
die relativ simpel gestaltet ist momentan noch. Am Mittwoch kommt aber ein Update. Mal gucken, was sich da verändert. Ihr habt aber da echt Spaß dran. Die Idee von Trainlife ist aber auch gut, ne? Wie gesagt, euer Feedback überwiegend positiv zu dem Spielen. Das ist natürlich etwas, was ich dem Entwickler auch weitertrage. Weil ich habe auch ein gewisses Interesse daran, dass bei Trainlife weiter umgebastelt wird. Und da wird sich noch einiges verändern in den nächsten Monaten, Freunde. Also Trainlife, das kann ein großartiges Spiel werden. Ich will jetzt natürlich noch nicht behaupten, dass es jetzt schon großartig ist, aber es kann auf jeden Fall ein großartiges Spiel werden. Das steht auf jeden Fall, so viel steht fest. Jetzt müssen wir bremsen. So richtig will er nicht. Bremsen. Promille bergab haben wir. Ich werde jetzt mal vorsichtshalber auf 40 runterbremsen, wo wir eigentlich Durchfahrt gestellt bekommen haben. So, theoretisch müsste ich jetzt an der Zugmeldestelle hier erstmal anhalten und dem Fahrdienstleiter dann mitteilen, dass alle Fahrzeuge die Strecke verlassen haben und dann könnte er uns als Zugfahrt weiterfahren lassen, sofern wir natürlich einen Fahrplan dafür haben. So, ganz wichtig, was ich nicht vergessen darf, ist diesen da. Thumbnail muss sein. So, bis wohin sollen wir den fahren? Bis Steinbeck, hat er gesagt, ne? So, jetzt haben wir den Fahrdienstleiter mitgeteilt. Kollege, alle Fahrzeuge haben die Strecke verlassen. Und jetzt heißt es dann Gas geben für uns. Was hat denn das Ding eigentlich für eine VMAX? VMAX 80. Das ist auch die Schleppgeschwindigkeit, aber wir werden ja nicht geschleppt, sondern wir schleppen ab. So, weiter geht's. Sifa nicht vergessen. Großartiges Szenario hier an der Stelle. Schade, dass es vorher nicht funktioniert hatte. Da hat die G6 und da kann der Mike leider nichts für. Das ist ein Fehler von DTG. Da hat die G6 leider eine Menge Charme verloren durch diese Nummer, dass die Szenarien teilweise nicht von Anfang an funktioniert haben. Aber wie gesagt, Mike hatte es gefixt, aber DTG hat den Bugfix nicht freigegeben, beziehungsweise nicht veröffentlicht. Also da muss man den Entwickler, beziehungsweise die Entwickler von der Lokomotive so ein bisschen in Schutz nehmen. Und das mache ich an der Stelle auch sehr gerne, weil der Mike tatsächlich sehr gute DLCs bastelt, nicht nur für Trains in World, auch für den Train Simulator. Und die G6 ist eine sehr sterile Lokomotive, klar, ne? Also die sieht aus wie neu. Auch von außen, ne? Aber es ist eine sehr schöne Lokomotive. Also die ist sehr, also finde ich zumindest sehr schön gemacht. Das kann jetzt natürlich auch wieder jeder sehen, wie er will. Aber ich darf auch meine Meinung haben. Meine Meinung ist, dass die G6 eine schöne Lokomotive ist. Die auch Spaß macht. Gestern habe ich mal einen kleinen Ausflug auf die 1206 gemacht von uns in Karlsruhe. Ich habe gestern einen
Er hatte gestern eine Bereitschaftsschicht, die aber schon von Anfang an keine Bereitschaft mehr war. Musste nämlich einen Zug nach Basel fahren. In Basel, oder noch nicht mal in Basel angekommen, kam auch schon der Anruf, ob ich nochmal einen Zug mit zurück nach Mannheim nehmen würde, da ich noch genug Zeit hatte. Habe ich dann natürlich ja gesagt. Ich habe natürlich wieder nicht mit der großartigen Arbeit von DB Netz gerechnet. Die mich dann erstmal in Weil schon mal mit 40 Minuten Verspätung losgeschickt haben. Dann bin ich bis nach La gekommen. Beziehungsweise in Freiburg hat sich kurz mal ein bisschen gestaut. In La hat dann ein ICE vor mir irgendwas mit dem Stromabnehmer gehabt. Dann habe ich da nochmal eine Dreiviertelstunde gestanden. Dann hatte ich nachher schon 120 Minuten plus. Habe es dann geschafft, auf 90 Minuten plus wieder runterzufahren. Aber dann musste ich den Zug in Karlsruhe auch abgeben. Aber der Kollege, der den Zug ab Mannheim weiterfahren sollte, der ist eh aus Freiburg angereist. Deswegen war das für den jetzt kein Problem, nach Karlsruhe zu kommen. In Karlsruhe haben wir noch einen Wagen auf den Zug aufgestellt, der auch noch mit ins KTL sollte. Und da habe ich dann Feierabend gemacht und habe mich mit einer 12.06 dann Richtung oder am Hauptbahnhof rausnehmen lassen oder raussetzen lassen. Da werde ich nachher bei Instagram nochmal ein Foto veröffentlichen. Alle von euch, die auf dem Discord sind, die haben das Foto schon gesehen. Das habe ich dort mal kurz veröffentlicht. Einfach mal so eben schnell. Weil 12.06 bin ich tatsächlich noch nie gefahren. Ich bin jetzt 4 Jahre bei der SBB. Am 1.7. habe ich Jubiläum, 4-jähriges. Und da habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich auch auf der 12.06 mitgefahren bin. Aber die meisten von euch wissen ja, dass Rangieren mit Diesel, also so richtigen Rangierdienst machen, das ist sowieso nicht so mein Ding. Uiui. Merkwürdiges Bremsverhalten hier teilweise. Wieso löst du jetzt nicht? Was war denn das jetzt für eine Macke? Merkwürdiges Verhalten teilweise. Oh, rechts daran kommt die Schwebebahn in Sicht. Das ist einer der schlimmsten Simulatoren, die ich je gespielt habe, der Schwebebahn-Simulator. Hätte so schön sein können, der Schwebebahn-Simulator, war es aber nicht. War eine einzige Vollkatastrophe. Wobei, ich habe schon schlimmere Simulatoren gespielt, muss ich gestehen. Bei den Eisenbahn-Simulatoren war das der Schlimmste. So, dann habe ich doch den Punkt getroffen. Wobei, auch nicht. Es kommen ja momentan so viele Pseudo-Eisenbahn-Simulatoren raus. Wo ich mir, allein schon wenn ich die Bilder sehe, wo ich mir denke, Leute, sowas kannst du im Jahre 2022 nicht auf den Markt bringen, das geht nicht. Das ist, das kann man nicht machen, sowas. Auf 40 Minuten soll das Szenario übrigens gehen, 30 haben wir jetzt schon voll. Mit Intro und Vorgeplänkel sind wir so bei 28 jetzt. Aber macht richtig Spaß, das Szenario. Jetzt versuchen wir es nochmal mit den Tempomaten hier. Ah, ich muss ja... Ne, Leistung ist doch aufgeschaltet. Will er nicht? Dann halt nicht. Nö, da will er auf einmal nicht mehr. Ah ja, egal. Ist ja auch nicht mehr weit bis Steinbeck.
dann werde ich gleich mal gemütlich meine Sachen packen und werde mich mal auf die Arbeit begeben. 193 habe ich heute, sofern ich das richtig gelesen habe. Auch nochmal nach. Und vor allem, was für eine 193 ich habe. Das ist interessant, weil wir haben ja neue bekommen. Ich will ja eigentlich meinen Instagram-Account auch mal wieder ein bisschen... 189 habe ich abgekriegt. Ah, okay. Ich hoffe, dass die Klimaanlage funktioniert. Das ist bei 189 nämlich immer so ein bisschen fragwürdig, ob die auch wirklich funktioniert. Alles grün hier. Und dann haben wir unseren letzten Wegpunkt hier auch erreicht. Was haben wir da? Eine 60. Bremsen wir mal. Oh, wir sind in der oberen Zugart, ne? Dürften wir gar nicht. Wir müssen eigentlich die mittlere anhaben. Das habe ich jetzt verwurschtelt. Weil wir jetzt LZ da hochgefahren sind. Und 40. Jetzt gehen wir mal richtig in die Eisen hier. Mal ein bisschen rauslassen. Okay, die Haltenfunktion funktioniert nicht. Natürlich unpraktisch. Aber wir wollen das ja eh schon wieder lösen. Ach, deswegen geht's nicht. Wir haben den Tempomaten gar nicht angehabt. Deswegen hat es nicht funktioniert. Aha. Mein Fehler. Beschleunigen wir mal auf 40 und dann machen wir das Ding fest auf 40. Aber jetzt haben wir halt erwarten. Dann hat sich das doch gerade wieder erledigt. So, Wuppertal Hauptbahnhof. Einmal komplett abkreuzen wir die S-Bahn-Gleise. Mal gucken, was nachher mein Thumbnail wird, weil das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Die Zugspitze bei der 185 ist noch an. Das ist nicht mein Paradeszenario hier gerade. Jetzt gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier vorne kurz zum Stehen kommen. Am nächsten Bahnsteig. Deswegen werde ich jetzt mal nicht weiter beschleunigen. Ah, wir fahren drumherum um die S-Bahn. Okay, alles klar. Und wir haben da vorne ein Signalwiederholer, halt erwarten. Ah, sehr schönes Szenario, gefällt mir richtig gut. Aber für sowas bietet sich die G6 auch tatsächlich an, für solche Szenarien. ZS3V, Kennziffer 40, da natürlich auch nochmal quittieren nicht vergessen. War sogar ein Magnet dran, obwohl es ein Vorsignalwiederholer war. So, dann rollen wir hier mal gemütlich rein und gucken mal. Sehr schönes Szenario. Hat mir jetzt sehr gut gefallen. Sehr viel Spaß dran gehabt. So darf das weitergehen.
Mit der E-Bremse schon mal vorbremsen. Oder dynamische Bremse. Wir sind ja mit der Diesellok unterwegs. Dann nehmen wir noch ein bisschen Luft dazu. Ah, jetzt rutscht er wieder. Ja, 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 ja. Halt an. Okay, nicht die schönste Bremsung, aber wir stehen. Ausgezeichnet, ein anderer Triebfahrzeugführer wird nun übernehmen und den Zug fahrbereit machen. Ihre Arbeit ist hier erledigt. Jo, wunderbar. Dann haben wir noch einen Zug abgeschleppt. Schade, dass es solche Szenarien zu wenig gibt. Da müsste die TG auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachliefern bei solchen Szenarien. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich durchaus dazu bereit wäre, so 50 Cent bis 1 Euro pro Szenario zu bezahlen. Ein Szenarienpack haben wir schon mal bekommen, könnten natürlich noch ein paar mehr werden. Silbermedaille, für mehr hat es nicht gereicht, aber ich habe auch 2 Zwangsbremsen bekommen. Wobei das Diagramm im Großen und Ganzen eigentlich relativ gut ausschaut. Aber ich würde sagen, wenn ihr Spaß an der Folge gehabt habt, lasst doch einfach mal einen Daumen da. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt und ihr Bock habt, hier meinen Kanal weiter zu verfolgen, dann gerne auch den Abonnieren-Button drücken. Die Glocke aktiviert ihr, dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr dürft in den Discord kommen. Der Link dazu, den habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung verpackt. In der Videobeschreibung ist natürlich auch nochmal der Link zu www.trainsimworld2.de. Dort könnt ihr an der Community-Liga teilnehmen. Der Uni hat dort eine sehr schöne Seite zusammengebaut, da gerne auch nochmal vorbeischauen. Der Link ist natürlich wie immer auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr dürft natürlich sehr gerne Kommentare da lassen, die werden von mir alsbald möglich, so schnellstmöglich ich Zeit habe, auch beantwortet. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei mit Trainsimworld 2 hier auf dem Kanal und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!